Hallo, mein Name ist Josefa Sommer. Ich bin Physiotherapeutin für Menschen und auch für Pferde und Vielseitigkeitsreiterin. Ich zeige euch einmal meine Top 3 Übungen, die ihr vor dem Reiten wunderbar machen könnt, um das Pferd auf das Reiten vorzubereiten, um die Muskulatur zu lockern und Blockaden in der Muskulatur zu lösen. Wenn ihr noch mehr darüber wissen wollt, könnt ihr gerne die anderen Videos noch anschauen. Meine Top 3 Übungen für vor dem Reiten sind einmal den Halsmuskel nehmen und bewegen. Damit lösen wir schon mal die ganze Schulter und die schulterumgebende Muskulatur. Das sollte im Idealfall die Reaktion sein vom Pferd, wenn ich diesen bewege. Ist das nicht der Fall, könnt ihr diesen Muskel in die Hand nehmen. Da könnt ihr gar nichts falsch machen und einfach wirklich richtig reingreifen und den einfach ein bisschen nach rechts und links bewegen. Immer, immer, immer mit Gefühl, nie zu doll. Ihr merkt es beim Reiten, wenn ihr es richtig macht und der Muskel ist wirklich locker, könnt ihr das Pferd besser biegen und besser stellen. Meine Top 2 Übungen für vor dem Reiten sind, wenn ihr den Halsmuskel schon so wunderbar gelockert habt und das Pferd seinen Hals fallen lässt, ist euer Pferd aufzuwölben. Damit löst ihr den Rückenmuskel und das Pferd kann viel, viel besser durch den ganzen Körper schwingen. Ihr müsst beim Reiten immer das Gefühl haben, dass der Widerriss vor euch hochkommt. Dass ihr quasi den Widerriss vor euch herreitet. Wichtig ist bei der Übung, das Pferd muss den Hals fallen lassen, es muss sich entspannen und der Rücken muss hochkommen. Das könnt ihr so 1-2 Minuten machen, bis ihr merkt, das Pferd entspannt sich wirklich, fängt an zu kauen. Dann habt ihr schon eine ganze Menge erreicht. Meine Top 3 Übung ist unsere wunderbare Schweifziehübung. Damit bereitet ihr den Rücken einmal darauf vor, sich aufzuwölben. Ihr bringt ein bisschen Bewegung in das ganze Nackenband. Die Dornfortsätze gehen auseinander. Ihr müsst dabei beachten, dass ihr nicht zu viel Zug macht, dass das Pferd eine ganz leichte Reaktion nach vorne zeigt. Dann habt ihr genau den richtigen Zug. Wenn das Pferd mit dem Schweif schlägt oder euch gar treten will, ist es nicht richtig. Das sind alles Übungen für die Muskulatur, dass die Muskulatur locker lässt, dass ihr Blockaden behandeln könnt oder dass ihr verkrampfte Muskulatur ein wenig lockerer macht. Das sind nur Übungen für zu Hause, das heißt, ihr könnt es gerne nachmachen. Wenn ihr aber da irgendwelche Probleme seht, müsst ihr bitte unbedingt einen Therapeuten, der sich damit auskennt, zu Rate ziehen. Was noch viel, viel wichtiger ist, ist das korrekte Ausbilden der Pferde, dass ihr richtig reitet, denn gutes Reiten macht schöne Pferde.